Ja, hallo Leute, hier ist wieder Lego Star Wars Freak 333. Ja, nach etwas längerer Zeit mal wieder. Ich habe jetzt ein neues Mock gebaut und eine neue Base, wie man sehen kann. Und das ist gleichzeitig eine Einsendung für den Contest von Destiness. Ja, ich mache dieses Video jetzt in zwei Teilen, weil es dazu ziemlich viel zu sagen gibt. Und ich irgendwie mit der Kamera nicht so lange Videos machen kann. Jedenfalls in YouTube die nicht an. Keine Ahnung wieso. Ich hoffe, das ist in Ordnung, vor allem für dich, der Sinn ist. Ja, ich fange einfach mal mit der Base an. Also die hat drei Stockwerke, wie man sehen kann. Hier oben drauf ist Plo Koon Jedi Starfighter. Hier rennt gerade Plo Koon raus in den Kampf. Scharfschützengewehr, so ein Klon auf so einem großen Geschütz. Ja, das ist hier oben halt die Landeplattform, da ist eine Leiter. Jetzt zeige ich euch mal das erste Stockwerk sozusagen. Also das oberste. Moment. Ja, ich habe das jetzt hier abgenommen. Und das oberste Stockwerk ist dieses hier. Das ist eine Kommandozentrale. Hier vorne ist so eine Tür, die kann man auf und zu machen. Hier und das Yoda, der betrachtet gerade die Schlacht und guckt auf die Schlacht mit Commander Gree. Hier ist ein Computer, sitzen so Admirals dran. Pilot guckt hier gerade was im Computer nach. Hier ist so eine Lagebesprechung, sag ich mal, für die Schlacht. Da ist Ela Secura, ein Admiral, Custom Commander Red und mein Commander Bly. Ja, und draußen stehen hier mein Custom Airborne für 501. Legion und Ahsoka. Ja. Hier hinten geht eine Treppe runter. Hier ist noch so ein Satellitenmast. Ja, mal das nächste Stockwerk ab. So, ich habe jetzt das nächste Stockwerk abgemacht. Hier ist zum einen so ein Schlafraum mit Betten. Da kommt gerade ein Marine raus. Hier rennt gerade ein Bombsquad nach draußen. Das sind so Schiebetüren. Da gehen jetzt nicht zu, weil der Bombsquad da steht. Auf jeden Fall kann man die so zuschieben. Den Computer kann man die bedienen. Hier stehen Bombsquads, ein getarnter Scharfschütze, ein Aftrooper. Custom Ki Adi Mundi, Commander Bacara und ein paar Marines laufen hier gerade lang. Dann ist hier ein Schildgenerator und da ist gerade ein Astromech-Droide, der den dienen will. Hier ist, wie gesagt, hier sind zwei Toiletten. Ja. Mit klappbaren Türen. Toilettenpapierhaltern, ja, da habe ich mal etwas mehr auf die Details geachtet. Hier ist gerade ein Galactic Marine. Ich sag mal, der muss gerade für kleine Marines, sozusagen. Hier sind zwei Waschbecken, so ein Getränkespender, so ein Tisch. Da sitzen Luminara und Uli, ein Klon und Jar Jar Binks sitzen da gerade dran und essen. Hier ist ein Koch. Da ist halt ein Tablett noch und der steht halt am Herd und kocht was. Hier ist eine Dusche drin. Ja, das ist sozusagen der Wohn- und Schlafbereich für die Klone und die Jedis und sowas. Ja, ich zeige euch jetzt noch gerade hier den Aufzug hier hinten und den Rest zeige ich euch dann im zweiten Teil. Hier ist halt ein Aufzug mit so einem Tragekorb. Schnitten es wieder. Da ist halt meine Custom-Kanone drin und den kann man halt hier hochfahren. Das ist halt ein Lasten- und Personenaufzug. Ziehen wir ganz hoch. So, ihr könnt es sehen. Steht der halt hier am obersten Stockwerk. Und da kann man dann halt so fahren, statt einer Treppe. Ist mir so eingefallen, dass ich da mal was anderes mache. Ja, den Rest
der Base und das Mock zeige ich euch dann im zweiten Teil. Bis gleich.